Plastik, beim Plastik, Holz. Keramik. Das war, weiß ich nicht, aber ne, ist nichts. Kupfer, Blech, Blei, Säure, wozu nicht, das ist ja doch auch mit. Egal. Stoff, Knochen, Plastik, Knochen, Knochen. Stahl, 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 Glas. Stahl, Stahl, Leder, Glasfaser. Braucht man ja irgendwann alles, ne? Und ja, ich habe meine Tragekapazität erhöht. Ich habe ja gesagt, ich mache das, weil mich das einfach auf die Nerven geht, hier die ganze Zeit rumlaufen. Rumporten. Das ist scheiße. Glasfaseroptik, Schraube, Glas, Gold. Vielleicht brauchen wir das auch noch irgendwann. Gummi brauchen wir auf jeden Fall. Zum Bauen, ja. Holz, definitiv Holz, Plastik, kann ich jetzt zerstören. Keramik, Kupfer und das reicht erstmal. Was willst du damit? Tja, so einiges. Was brauche ich denn für den Kondensator? Nukleare Material, habe ich nur zwei von. Ein längerer Lauf. Hey Mama, wie geht's dir so? Das ist so lange unterwegs. Ja? Auch die Wissenschaft 1.
Oh, guck mal, ich hab davon drei Stück, Alter. Ich kann nichts mehr dafür lassen, Alter. Ich auch sehr, Alter. So, was baue ich denn alles Schönes? Wie gehe ich dann in die Dingsmodus? Den Flugmodus davon. Abbrechen? Da war doch irgendwo, habe ich da was abgerissen. Was da dahin? Okay, ich muss das nochmal drehen. Sagt er was? Geil gemacht, Alter. So, was gibt's da noch alles? Natürlich Betten. Oh ja, steht mir schon im Freien hier.
Das ist nicht. Energie, brauchen wir natürlich Licht hier drin. Kommt ein kleiner Generator. Okay. Wie mache ich das denn damit? Schalter. Der kann Schalter. Da kann sein, wie verbinde ich denn die Lampen? Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Lass uns nicht, was da durchgeht, deswegen. Das reicht schon, oder was? Na dann. Ja.
den weg. Dann war jetzt nicht doch oben. Jawohl. Brauchen die hier noch? Bitte gerne mal. Braucht man hier so ein Recruiting-Ding gebaut? Oh, ich bin hinter dem Bombs-Ding hier. Und zu der hier soll es überhaupt nicht. So. Was ist das? Ich bin einfach Inventarobjekte hier. Schließe ein Terminal an, um zu bestimmen, was hergestellt werden soll. Stellt Rüstung aus dem Inventar her, schießt ein Terminal an. Okay. Also, eine Baumaschine stellt neue Objekte aus und Objekte in ihren Inventar her. Du kannst Objekte entweder direkt in die Baumaschine legen oder Objekte automatisch einem Förderband zuführen. Eine Baumaschine stellt die Gegenstände her, solange sie mit Energie und den nötigen Komponenten versorgt wird. Um zu bestimmen, was eine Baumaschine herstellen soll, musst du ein Terminal nutzen, das an den gleichen Stromnetz angeschlossen ist. Terminal. Okay, welches von denen ist ein Terminal? Das ist ein Terminal. Schutz. Hier nochmal eine Schutzturne. Dann sowas nochmal bauen, dass es alles außerhalb schon wieder muss im Wasser platziert werden. Ich habe kein Wasser. Kommen wir in der Ecke nochmal sowas hier. Level 11, genau das wollte ich erreichen. Das ist bestimmt Level Nummer 1. Essen.
Genau. Wohl über lokale Anführer. Herstellung. Ja. Raider. Käfig. Jo. Schiebe ich die Hütte, aber okay. Die ist halt einfach geil. Der sah ja eher an, aus, oder was? Achtung, Bewohner des Commonwealth. Das bin ich. Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Ah. So. Oh Gott. Kann ja jetzt skillen. Karla Anführer, welcher war das nochmal? Da. Muss ich auf jeden Fall auf Charisma nochmal leveln. Wollte da nicht muskeln natürlich. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das noch mal sage. Uiuiui. Egal, komm. Weiter Questen jetzt hier. War noch gebaut. Muss da hin. Also porte ich dann mal dahin.
So. Irgendwo ich muss gerade aus, dann links über die Brücke, okay. Ich muss über die Brücke rüber. Oder was? Ne, über die kleine da vorne. Waffe nehmen wir auf den anderen. 300 Schuss, Alter. Sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ja. Ich wollte über die Brücke. Was hat das denn? Okay, wir müssen da rein. Bienenturmbrauerei. Was für ein Gestank! Was? Hey, schrei nicht so! Radio. Was ist Affe? Ein ziemlich großer Haufen Schrott. Kochstation. Da ist nichts mehr. Sie gefunden. Hätten wir, ob das alle waren. Ist klar. Wow. Warte, draußen ist was. Eröffne das Feuer. See you.
waren ein paar nette Treffer. Okay. Hey Tom. Hier ist Gwyneth zwar lieber, aber im Notfall reicht ein Schluck Beantown. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ach. Scheiße, der Aufzug jetzt gerade. Ah, ne, kaputt, schade. Oh ja, oh ja, oh ja. Hä? Was war das? Warum schießt hier jemand? Ich glaube, das war's hier auch schon, ne? Oh, das war's. Weiter geht's. Wo lang muss ich? In die Richtung, alles klar. Jetzt hätte ich am Test. Alles meins. Hi. Haben die Minutemen dich geschickt?
Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Entschuldigung, General. Hast du kurz Zeit? Oh, sicher, wo bist du denn? Was gibt's denn, Preston? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich zweifle nicht daran, dass du der Anführer bist, den die Minutemen gebraucht haben. Gibt es sonst noch was, das du mir sagen wolltest? Nein, das war alles. Ich wollte nur, dass du weißt, wie ich mich fühle. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Alles klar. Was ist denn dahin? Wohin? Alles klar. Wie viel Zeit hast du? Ach, ja, ich kenne ein... Was? Trevor! Thank you.
Oh. Wie hast du mich genannt? Geschafft. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, warum kommst du da nicht her, du verfickter Feigling? Das ist ein Vibe. Ziemlich. Ja? Scheiß Messern, Alter. Was glaubt ihr damit zu erreichen? Das Schloss kriege ich nicht auf. Noch nicht. Okay. Ist ja schon erledigt. Ah, also ich will Luther King spielen hier. Eddie in der Toilette, Alter, was ist los mit euch?
machen wir uns auf den Weg. Wohin? Los geht's mit unserem Gegenschuss. Elf Boy, was ist das denn Schönes? Apropos, das kann ich ja mal kurz machen. Wir können unser Inventory. Hab ich das schon? Ach, das war das Scheißspiel. Was ist das? Hallo Team, Captain Whitmark hier. Willkommen bei der Sonderkommission. Operation Winters Ende beginnt jetzt, mit Ihnen. Zusammen werden wir Eddie Winter von seinem Thron stoßen und seinen Hintern in einen 2000 Volt Entspannungssessel verfrachten. Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass unsere Operationen in Boston, nun, um es kurz zu machen, verraten wurden. Winter hat überall seine Leute, auch im BPD. Also haben unsere Kollegen auf der anderen Flussseite in Cambridge uns freundlicherweise gestattet, das Cambridge Police Department als Hauptquartier zu nutzen. Machen wir uns an die Arbeit. Viel Glück. Alles klar. Ah ja, hab ich schon gemerkt. Neue Waffen eigentlich. Ich habe schon sonst mit 380 ja. Das und sonst das. Ich habe keins mit 380 ja. Wenn ich das ja quasi auf die Null fahre. Wie sieht das aus? Ja, das war O. Hey. Da habe ich so eins. So eins. So eins. So eins. Und die Null. Geil. Die Waffen nachher, der Typ.
So, da ich gleich aufhöre. Reise ich jetzt erstmal zurück. Verbessere ein bisschen. Gegenstände meiner Rüstung und dann. Ja. Das muss ich gucken, weil. Schwach. Also schwächer als wo ist das eine? Besser das 32, also können wir auch weg. Komm, Nahkampfwaffe, Freunde. Ich habe genug Waffen. So, das ist ja schon normal. So. Wissenschaft für das klar. Einmal die Waffen durchgehen. Wir sollten unsere Munition nicht verschwenden, oder? Ah ja. Dann habe ich echt mehr als genug, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich ja doch schon durchgeguckt. Ja.
Wir sind echt alle schlechter. Ich kann fast gar nicht glauben, ne?
Stoff aus Zigarette, okay. Sollen sie eigentlich herkommen, ne? Ah, da kommen sie alle. Das Cody kommt. Ach ja. Na, Knazi-Stuhl. Will ich mal was Neues kaufen.
So, mal her. Das ist richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Ja. Klar, ich helfe gern. Danke. Ich hätte mehr tun sollen. Waffen, Computer, Menschen, dafür ihre Taten. Auch nur die richtigen Werkzeuge. Ich will nur ein bisschen handeln. Handeln macht jetzt nämlich gar keinen Sinn. Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Cotsworth. Darf ich Sie begleiten, Sir? Nein, darfst du nicht. Mehr Leute habe ich nicht. Ja, hier die Frau. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Scheint wirklich was zu werden. Ich kann es auch selber erfahren. Ich möchte aber gerne so eine Dingstelle haben, wo ich das dann alles abgrabe und so. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Wo ich die ganzen Dinge habe, wo ich dann immer selber alles abgraben kann, etc. pp. Aber das ist auch ein Scheißhaus hier, oder? Also wieder Platz dafür. Allerdings kann ich auf sowas den Dings bauen? Was soll das sagen, Alter? Aber ich wollte der alten Dame, brauche ich jetzt mit dem Stuhl. War hier drin. Das wird jetzt ihr Haus hier. Das, was ich dafür, was kommt, egal. Und da kann auch keiner mehr drin wohnen. Oder weg. Freifläche, brauche ich immer was Besseres an hier. Leute, 6, Essen 6.
Wasser 24, Energie 11, Schutz 15, Betten 10, Normalgröße, blablub, hier. Das ist ja ein Briefkasten, ne? Da ist ja nichts mehr dran. Auto weg! Da wollen wir bestimmt Gummi machen. Und Brücke wegbauen. Den Mülleimer ist immer gut. Das nervt ja dann, oder? Auch ein neues Haus hin. Das Auto weg. Doch mal, das ist weg. Ich mach das Ding noch richtig schön hier, Hammer. Ich weiß allerdings nicht, wo ich hier so einen scheiß Stuhl bauen soll, ne? Na gut, wir dem auch. Na. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Und man sieht sich in der Zukunft.